Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Ab mit dem Arsch. Wir werden jetzt die Wahlen zum Hof bringen. Und dann werden wir sehen, dass wir Seemaschinen Richtung unseren Feldern gefahren bekommen, die zwei noch zu hopfen. Aktuell wird Heu geliefert an Pellerfabrik. Und Gerste, Blocking, geht nach eigentlich zum Malzfabrik. Muss man mal gucken, der macht Blocking. Heißt, Fährtling und Blocking, das ist nicht gut. Kontrolle steht an. Kann sein, dass er die Kurve nicht kriegt. Möglich. Aber ich brauche da ein bisschen Gerste, das kann man da verarbeitet werden, damit die Malz später für Brauerei hinbekommen. Ne? Es geht auch nicht auf zu lange. Wenn wir mal gleich mal rüberschalten, gucken, was los ist. Ja, hier soll Hopfen rein und einer schon da, der nächste und dann der nächste. Da haben wir jetzt Rüben drin. Ich will dann auch Felder kaufen. Also am besten mit Raps. Sehe aber jetzt hier gesehen, außer meinem Feld, kein Raps. Doch da ist noch Raps, 10. Müsste Raps sein, ne? Viele Rapsfelder sind das nicht, so. Das kostet 526. Okay, ich wollte rüber gucken, ob da Gerst los ist. Molkerei, Brauerei. So, hier sieht man nichts. Ist noch nichts angekommen Neues. Das steht hier. Das liegt daran, dass er den Abladepunkt so nicht findet. Das heißt, ich muss den mal ein bisschen verschieben. Aber gut, das ist nichts Neues. Das habe ich öfters. Mal kurz entlassen, ich muss den Punkt nämlich unten erreichen. Mit rechts muss ich ziehen. Und dann kann ich wieder einstellen. Wäre ganz gut, wenn er mal ein bisschen was schaffen würde, ne? Warum liegt ja nichts ab? Ist doch Gerste. Na, dann mal. Mal kurz ein Stück nach vorne fahren. Ah, der Trigger ist weiter hinten. Dann weiß Bescheid. Der muss den Punkt noch weiter schieben. Nach vorne. So in etwa. Das sollte jetzt funktionieren. Jetzt klappt's. Gut. Wenn das läuft, dann können wir das nächste uns an den Griff nehmen. Das heißt hier wir werden mal die Seemaschine auffüllen und dann nachher noch einen zweiten Traktor besorgen. Wahrscheinlich einen anderen Traktor holen von der DGA. Wahrscheinlich. Mal schauen. Weit gefahren. Ein bisschen korrigieren. Gut, da ist noch voll.
Blatt gut gleich. Und dann können wir den gleich mal so ein Feld Nummer 4 fahren. Wie gesagt, die Temperatur ist noch etwas zu hoch. Nee, zu tief. Also Bodentemperatur. Und dafür müssen wir warten. Aber wir können ja schon vorbereiten. Tach, der Heufahrer. Aber da ja die Tagestemperatur schon bei 11 Grad sind, wird der Boden bei der Zeit auch wärmer. Da wärmen sich alle zu der Zeit. Wir haben erst zweiten Tag. Und morgen der dritte, ne? Wenn er zählen kann. Ne? Wir haben bitte Frühling, dann sollte es auch für Hopfen dann ausreichend sein. Also Feld 4 wollte ich fahren. Ich war schon wieder ein woanders. So, da fällt nur 4. Und da. Ungenügend geflügt, aber gut, wird schon reichen müssen, ne? So. Ich brauche noch einen Traktor. Und schöne Bäume. So, düngen. Das ist der K2. Das ist. Mal gucken. Und zwar geht es darum, wegen Düngestuben. Feld 9 gehört mir nicht. Feld 7 habe ich gerade ausgesehen. Feld 23 kann ich noch düngen. So, das andere ist ja halb fertig. Halb. 23 noch. Dann können wir den ja gleich mal überfahren. Das Feld Nummer 23, das ist eine Wiese. Das kann ich fahren und auch düngen. Ne? Und später gehen wir dann um die Felder zurück. Wenn Wachstum morgen durchgehen sollte, zum Morgen. Wenn wir da entsprechend auch alles morgen gedüngt bekommen. Haben wir eine Mission eigentlich für Feld Nummer 10? Das wäre ja perfekt. Feld 10, also ich glaube, so sehe ich es auch nicht so. Feld 56, Gruppe, ne, Gruppe haben wir nicht. Sehen, Feld 9. Na, ich sehe nur Feld 8. Sehen. Was soll er rein? Zuckerrüben, ja, mach mal alleine. 38. Kartoffeln. Feld 11 Flügen, na, hätte gerne 10 gehabt. Also 10 ist schon Raps drin und das hätte ich gerne dann früher gekauft, also den gekauft irgendwann. Ne? Also kassieren, ne, für Düngen und dann nachher voll gedüngt und ohne Unkraut kaufen, wenn es geht. Aber gut, ist nicht. Wir fahren jetzt mal zum Feld Nummer 23 und düngen da mal gleich. Oder lassen da mal düngen. Und dann sehen wir weiter. Vorbereitung der Aussaat und Hopfen, das bleibt ja nach wie vor. Brauchen noch einen freien Traktor. Unfall. Nicht eingeklappt. Nichts Neues, ne? Auf geht's. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Jo, hoffe mal, dass alles gut geht, ne? Dass gestern die Demo gut gelaufen ist. Und ja, ansonsten ist da keine Probleme gab. Ne? Ich hoffe mal das Beste. Und das mal mit der Zeit was erreichen.
Die Herrschaft merkt, dass nicht so geht, wie sie alle wollen. Ja, und ja, ansonsten schönen Sonntag, schönen Kaffee, schönen Kuchen. Und genießt die freie Zeit. Vielleicht schafft ihr auch mal bei mir reinzuschauen, wo es Action ist, wenn es jetzt 10 Stunden Stream macht. Ich werde auch mal da kurz da sein, mehr oder weniger kurz, Anführungszeichen. Also 10 Stunden schaffe ich auch nicht. Ein Stück. Das ist mir persönlich so lang. Obwohl, naja, nee, das. Der macht zwar Abwechslung rein und so, ja. Aber doch sind 10 Stunden recht lange Zeit, ne? Na, schauen wir mal. So, da sind wir. Die 23. Bevor der hier richtig ausgewachsen ist. Soll ich eigentlich zusammenlegen, glaube ich. Nie war so. Aber gut, das ist nicht so wichtig. Da ist auch Gras drin. Oder? Oder ihr riecht jetzt da, ne? Kann auch sein. Ne, ist glaube ich Gerste oder Weizen. Oder doch Gras? Na, kein Gras. Doch! Ist Gras. Gras 30 Hektar im Wachstum gedüngt 100%, ist gut, aber meine anderen Flächen sind noch nicht gedüngt. So, schauen wir nächste Aufgabe hin. Der düngt erstmal, das Stufe 2. 10 hätte geflügeln müssen, na gut, aber gut, das ist nicht so schlimm. Ja, die 54, was ist aber 60 drin? Nix. Für Rats ja so spät. Aber das ist gegruppert. Bestimmt ein Mais rein oder sowas. Da ist. Mais ist zu früh. Die 19 ist Gras. Da habe ich Gras. Gras, Gras. Dann habe ich eigentlich genug Grasflächen normalerweise. Das ist alles Weizen. Gerste, Gerste, drei Felder, ja. Hopfen, wie gesagt, und die 8. Die 10. Ich kaufe die 10 jetzt eben da. Oder warten wir ab? Wir warten ab, das ist ja, rennt ja nicht weg. Können wir noch kaufen, wenn es reif ist, ne? Vielleicht gibt es ein paar Missionen. So, hier läuft die Sache durch. Das dauert noch nicht mehr eine Weile. So, ich wollte noch einen Traktor suchen. Einen freien Traktor. Hier wäre einer. Ja, nehmen wir den mal gleich mit. 5684. Das ist genau der richtige. Wenn wir jetzt mal gleich mal Richtung Hof fahren, dann haben wir einen freien Traktor schon gefunden. Der kann dann die Aussaat vornehmen, das wird so, ich glaube 6 oder so. Wir haben es Hopfen jedenfalls. Jetzt fahren wir jetzt Richtung Hof. Und dann habe ich auch heute wieder meine Folge geschafft. Das sind die Folgen, die ich jetzt nachts produziere, aber das sind nur zwei, ich gehe auch mehr ins Bett. Und mittlerweile bin ich auch müde und das ist ermüdend, sagen wir so. Aber wir machen das alles schon vorbereitet für morgen. Jetzt können wir auch 5 einstellen, die Geschwindigkeit.
Der Sand läuft ja auch noch durch. Produktion mache ich jetzt. Und da muss man sehen, ob das auch klappt mit dem. Weil der Punkt ist ein bisschen ungünstig, ne? Für Anschreibung Autoreif. Geht nur rückwärts fahren. Vielleicht muss ich da auch mit dem LKW fahren und dann entsprechend. Ja, mal sehen. Ich habe überlegt. Gedanke von mir. Ich habe da hier noch so einen LKW drin. So einen Kipper. Und der kann auch. Nehmen wir auch Sand fahren, ne? So, ich habe ja viel rote Farbe schon, wir nehmen mal blau. Und dann Designerfarbe nehmen wir auch mal. Was anderes. Metall, na Metall sieht ja gut aus. Silber. Felgenfarbe, mal olivgrün, ne? Mal schön bunt. Trelleborg, Motorausführung, der hat 500 PS. 800 PS, ja, Trelleborg oder wir fahren auf der Straße, das ist kein LKW, weil jetzt der gut Deutsch groben Profil braucht, ne? Den kaufen wir für Sand und Kies. So, neue Errungenschaft, neuer LKW. Ist auch notwendig. So, Zuschauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ein dickes Dankeschön für fleißiges Reingucken und fleißig mal Like und mal, ja, auch mal einen Kommentar schreiben. Und super. Freut mich. Und ich mache morgen weiter hier auf dem Arsch. Ja. Was werden wir machen? Wahrscheinlich irgendwelche Arbeiten, ne? Alles voll. Ja, dann parken wir gleich da daneben anderen Auto zu. Das passt schon irgendwie. Und diesmal sind wir schlauer. Machen wir so. So, aber nun? Haha, aha. Ja. Nun aber. So, liebe Schauer, das soll es auch in Freude gewesen sein. Nochmal. Dann sag mal tschüss. Ciao. Ja, bis morgen, ne? Tschüss.